Sehr schön, dann starten wir. Also, vielen Dank nochmal für Ihre Geduld und vor allem auch vielen Dank an Claudia Gatzka, dass sie trotz dieses Fahrstuhl-Malheurs jetzt noch gekommen ist und sich Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen also zu unserer heutigen Veranstaltung, die den Titel trägt Kunst und Gesellschaft in Italien und Deutschland, Antifaschismus oder Postfaschismus. Schön, dass Sie da sind. Die Documenta 1955 fand nicht im luftleeren Raum statt. Sie ereignete sich in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und wurde von bestimmten Akteurinnen ermöglicht und gestaltet. In welchem Kontext also entstand und etablierte sich die Kasseler Kunstausstellung? Wie blickten die Ausstellungsmacherinnen auf ihre jüngste Vergangenheit? Auf welche Deutungsangebote griffen Sie zurück und wo verorteten Sie sich in Ihrer Gegenwart? Schließlich, welche Bedeutung hatten Begriffe wie Demokratie oder Freiheit, die auch heute noch eng mit der Documenta verknüpft sind, für die Nachkriegsgesellschaft und inwiefern unterliegen diese selbst einem Wandel? In den kommenden 90 Minuten, vielleicht etwas kürzer, soll es also darum gehen, in was für einer Gesellschaft die Documenta 1955 stattfand, inwiefern der Nationalsozialismus diese Gesellschaft geprägt hat und was das alles heute noch mit uns zu tun hat. Vergleichend wollen wir dabei auf Italien blicken. Bei der italienischen handelt es sich ebenfalls um eine antipostfaschistische Gesellschaft, die auch deswegen besonders interessant ist, weil es Werner Haftmann zeitlebens immer wieder dorthin gezogen hat und er ein ausgesprochen starkes Interesse an italienischer Kunst hatte. Italien ist somit der Ort, an dem Haftmanns Karriere als Kunsthistoriker maßgeblich geprägt wurde, der Ort, an dem er an nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt war und der Ort, den er als Rückzugsort, ja Refugium, begriff. Ich freue mich sehr darüber, diese Fragen heute mit Claudia Gatzka diskutieren zu können, die Expertin für die deutsche und italienische Nachkriegsgesellschaft ist. Claudia Gatzka hat an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert und ihre ausgezeichnete Dissertation mit dem Titel Die Demokratie der Wähler, Stadtgesellschaft und politische Kommunikation in Italien und der Bundesrepublik erschien 2019. Seit 2015 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Jörn Leonhard an der Albrecht-Ludwigs-Universität in Freiburg und 2020 war sie Mitherausgeberin des Buches Schleichend an die Macht, wie die neue rechte Geschichte instrumentalisiert. Aktuell forscht sie, gefördert von der Gerda-Henkel-Stiftung, zu politischen Repräsentationen des Volkes, in Anführungsstrichen, in der Bundesrepublik nach 1945. Hallo, schön, dass du heute nach Kassel gekommen bist. Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Geduld. Die Gründungsväter der Documenta unterscheiden sich scheinbar auf den ersten Blick. Der Sozialdemokrat Arnold Bode traf auf das ehemalige NSDAP-Mitglied Werner Haftmann. Doch diese unterschiedlichen Vergangenheiten scheinen das Verhältnis der beiden Männer kaum getrübt zu haben. Uns mag das heute befremden, doch die Zeitgenossen haben sich offenbar kaum daran gestört. Überrascht Sie das? Nein, das überrascht mich nicht. Ich würde schon sagen, dass es eine Paarung, die vielleicht nicht repräsentativ ist für die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft, aber exemplarisch. Denn erstmal war es so, dass die Vergangenheiten, die man mitbrachte, natürlich nicht cancelbar waren, nicht liquidierbar waren und solange man nicht ins Ausland gegangen war, das war gewissermaßen der große Faktor für die deutschen Biografien nach 1945, die Frage, ob man ins Ausland gegangen war, ob man geflohen war oder emigriert war in den 30er Jahren oder ob man da geblieben war. Und wenn man da geblieben war, dann lebten eben nach 1945 Sozialdemokraten, ehemalige Sozialdemokraten, die vielleicht sich nicht mehr als Sozialdemokraten verstanden und ehemalige Nationalsozialisten oder solche, die sich quasi mental noch als solche verstanden, nebeneinander. Die lebten in denselben Wohnhäusern, in denselben Städten, in denselben Straßenzügen und trafen sich natürlich auch an Arbeitsplätzen. Da waren gewissermaßen die Künstlerinnen und Künstler
nur ein sehr elitäres Beispiel dafür. Mich hat in meiner Forschung eher so, mich haben so die Otto-Normalverbraucher interessiert, die eben in den Fabriken oder in den Kaufhäusern nebeneinander irgendwie zu tun hatten und miteinander klarkommen mussten. Insofern ein exemplarischer Fall für die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft und die damit verbundene große Frage war natürlich, wie gingen die damit um? Und uns verstört das heute aus der Retrospektive immer, dass die häufig ganz gut miteinander klarkamen, aber für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen war das der einzige Weg. Sie konnten nicht anders und sie gingen diesen Weg häufig, indem sie ihre unmittelbare Vergangenheit beschwiegen, indem sie aber auch quasi sich neue Geschichten begannen zu erzählen über ihr Leben, Geschichten, die sie wieder zueinander führen konnten. Und ich glaube, die Documenta und eben die beiden Figuren, die du ansprachst, sind ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Wege auch wieder oder welche Geschichten erfunden werden können, um Wege zueinander zu finden, um sich wieder zu versöhnen gewissermaßen. Die Documenta also auch als ein Versöhnungsprojekt, das ist ja ein interessanter Ansatz. Vielleicht vertiefen wir nochmal diesen Punkt und holen sozusagen die Zeitgenossen dort ab, wo sie stehen. Also wie lässt sich nicht nur diese Gesellschaft beschreiben, sondern was zeichnete diese Bundesrepublik 1955 aus und vor allem unter welchen politischen Rahmenbedingungen findet sie de facto statt? Nun, es ist der Kalte Krieg, das muss man nicht sagen, das ist bekannt. Die Frage ist, was bedeutet der Kalte Krieg für eine gesellschaftliche Kultur? Zugleich haben wir den Wiederaufbau. Das ist in Deutschland für die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft vielleicht noch wichtiger. Ja, die Städte sind zerstört, gerade Kassel stark zerstört, wird wieder aufgebaut. Die Städte wandeln ihr Gesicht vollkommen. Bürgerinnen und Bürger kommen in ihre Städte zurück, kommen vielleicht aus der Kriegsgefangenschaft oder aus dem Refugium, wo sie Zuflucht gefunden haben während des Krieges, kommen zurück in ihre Städte und sehen ganz neue materielle Räume, in denen sie sich erstmal zurechtfinden müssen, weil die Städte neu aufgebaut werden. Der Kalte Krieg kommt hinzu als politische, kulturelle Szenerie, in der vor allem Konservatismus sich, würde ich sagen, als Modernität verkauft. Und die CDU hat 1955, die ist auf dem besten Wege, die absolute Mehrheit zu erringen. Das kann 1955 niemand wissen, aber es zeichnet sich schon ab seit Anfang der 50er Jahre, dass die Sozialdemokratie und die damit verbundene Idee eines anderen Nachkriegsdeutschlands, das bisschen sozialistischer ist, das bisschen beispielsweise wirtschaftsdemokratischer ist, dass sich das nicht realisieren wird. Die CDU gewinnt mehr und mehr Wählerstimmen. Es zeichnet sich eine Atmosphäre ab, die ich schon als kulturkonservativ bezeichnen würde, auch wenn sich die CDU, CSU nicht so nennen. Die nennen sich damals nicht konservativ, aber sind es. Und es gibt zugleich so einen wachsenden Diskurs von Modernität in der Bundesrepublik, der sich abgrenzen möchte vom Nationalsozialismus. Also wenn man sagt, man macht etwas Modernes 1955, dann meint man vor allem etwas, was, dann will man auf den kulturellen Neuanfang rekurrieren. Und da würde ich ein Stück weit vielleicht nicht, vielleicht stärker sogar die Documenta auch als Botschaft an die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft sehen. Sozialdemokraten habe ich angesprochen, damit einhergehen eben auch andere Linke, die marginalisiert werden. Ne? 1956 wird die KPD verboten. Das heißt, es ist ein einmaliger Vorgang in den westlichen Ländern, dass eine kommunistische Partei verboten wird. In Italien, wir wollen ja heute ein bisschen den Vergleich machen, ist diese Partei zu jener Zeit die größte im Lande und auch die größte in den NATO-Staaten mit über 2 Millionen Mitgliedern. In Deutschland wird sie verboten, ist natürlich vergleichbar kleiner. Aber das hat natürlich mit dem Systemkonkurrenten unmittelbar an der deutschen Grenze zu tun, eben in der DDR. Und wenn man sich so politische Kommunikationsweisen anschaut vor Ort, wenn man so schaut, wie gehen die Menschen im Alltag miteinander um in den westdeutschen Nachkriegsstädten, dann würde ich das am ehesten als so eine bleierne Zeit beschreiben. Also die Menschen leben miteinander, sie führen ihren Alltag zusammen, aber häufig enden die Gespräche dort, wo über Politik im weitesten Sinne gesprochen werden soll. Und wo bleibt da die immer wieder beschriebene Aufbruchsstimmung?
Nun, die Aufbruchsstimmung ist, glaube ich, vor allem ein privates Phänomen. Das, ne, die bezieht sich auf das private Fortkommen. Natürlich finden viele Deutsche, Westdeutsche mehr und mehr wieder Wohnungen. Es, wie gesagt, es gibt den Wiederaufbau, es werden mehr Wohnungen gebaut. Konsumkultur weitet sich aus. Historikerinnen sprechen so von der neuen Konsumrevolution nach 1945. Das heißt, Konsumweisen, wie wir sie heute kennen, fangen langsam an, sich auszubreiten und werden quasi zum Massenphänomen. Und das ist in den 30er Jahren und 40er Jahren und 20er Jahren noch nicht der Fall gewesen. Da war Konsum eher auf elitärere Gruppen beschränkt. Dass man eine Arbeit gefunden hat, dass die Arbeitslosigkeit quasi, die in der Nachkriegszeit noch sehr hoch war, überwunden wurde, ist ein wichtiger Faktor, dass die Löhne steigen, das ist eine wichtige sozialhistorische Erscheinung quasi der 50er Jahre, dass die Menschen quasi wieder ein Gefühl von materieller Sicherheit bekommen. Und dass sie dann damit verbunden mehr und mehr so eine Suggestion von Normalität auch wieder zu Hause entwickeln können, dass es wieder aufwärts geht, dass die Kriegsspuren beseitigt worden sind und dass Deutschland mit Konrad Adenauer sich so langsam wieder einfindet in die Weltgemeinschaft, in die NATO, dass die Bundeswehr wieder ein neues Heer aufgebaut wird. Das sind alles so Zeichen von Normalisierung und das ist dann die Aufbruchsstimmung, die natürlich auch legitim und da ist, ne, und real ist, auf jeden Fall. Und trifft das wohl auch alles auf Kassel zu, das in dieser Zeit ja nach wie vor als eine sehr strukturschwache Region beschrieben wird, im sogenannten Zonenrandgebiet, die vor dem Krieg wichtiger Industriestandort war, kulturelles Zentrum, aber letztlich auch eine Hochburg der Nationalsozialisten? Kassel ist ein interessanter Fall. Ich persönlich habe mich leider mit Kassel nur am Rande beschäftigen können, aber es gibt da Forschung zu, die vor allem betont, dass Kassel einen starken nostalgischen Diskurs ausprägt nach 1945. Also die Sehnsucht nach der untergegangenen Kasseler Altstadt ist sehr verbreitet und wird medial bedient und auch durch Gedenkveranstaltungen bedient. Und zugleich packen alle in der Stadt an, um diese Stadt im Zeichen von Modernität neu zu erbauen. Und das ist so eine ganz paradoxe Doppelung. Also einerseits Nostalgie für die Altstadt, die aber eben nicht wie in anderen deutschen Städten quasi wieder aufgebaut wird, sondern man entscheidet sich dafür, neue moderne Architektur zu bauen und den Innenstadtkern eben ganz neu zu gestalten und verbindet damit eben Aufbruchsstimmung, ne? Die bewusste Entscheidung zu etwas Neuem, was ja auch eine mutige Entscheidung ist. Und dennoch konserviert, so argumentieren dann Kulturhistoriker, konserviert diese neue Stadt, diese neue Architektur zugleich diese wehmütige Erinnerung an das alte Kassel. Ich möchte nun so ein bisschen ganz klassisch historisch arbeiten und zwar über die Begriffsgeschichte und wir werden vielleicht drei oder vier Begriffe aufgreifen, die für die Documenta-Gründerinnen und insbesondere Werner Haftmann sehr wichtig gewesen sind und ich würde dich bitten, diese einzuordnen, also zu erklären, wie diese zeitgenössisch gedeutet und verwendet wurden. Und der erste Begriff, den ich da gerne besprechen würde, ist Freiheit. Abstrakte Kunst ist ja bis heute eng mit einer Idee von Freiheit auch verknüpft. So heißt eine aktuelle Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam, in der internationale abstrakte Kunst nach 1945 gezeigt wird, zum Beispiel die Form der Freiheit. Aber was ist das nun für eine Freiheit, die Männer wie Haftmann 1955 meinten? Ist sie typisch für die Zeit und vor allem, was mich auch interessiert, galt sie für alle gleichermaßen? Also was Haftmann konkret meinte, ist natürlich schwer zu eruieren anhand der Quellen, aber man kann natürlich Hypothesen darüber anstellen, in welchen Freiheitsdiskurs sich Haftmann einschrieb. Und der war oder ist 1955 in jeder Hinsicht quasi eine Freiheit vom
vom Totalitarismus und von all dem, was man mit dem Osten, mit dem kommunistischen Osten verbindet. Insofern ist das erstmal ein liberaler Freiheitsbegriff, der sich mit Demokratie, mit einer gewissen Vorstellung von Demokratie verbindet und vor allem sich abgrenzen will von den Staaten, den sogenannten oder dem Regime der Unfreiheit, das eben östlich der Grenze beginnt. Es ist noch nicht so eine liberale Freiheit, wie wir sie heute verstehen. Also Sie kennen das sicherlich. Der Freiheitsbegriff ist aktuell wieder sehr stark im liberalen Spektrum verortet und dort besetzt. Und heute argumentieren viele, man müsse frei bleiben von den Zumutungen, zum Beispiel grüner oder linker Politik oder Zumutungen des Krieges. Der Freiheitsbegriff der 50er Jahre ist auch einer, der frei sein will von etwas, eben von diesen totalitären Zumutungen, wie man sie im Nationalsozialismus verorten kann. Vor allem meinen die Zeitgenossen aber den kommunistischen Osten. Und damit verbunden ist für den kleinen Mann und die kleine Frau auch so eine Vorstellung von Freiheit für oder Freiheit zu beispielsweise konsumieren. Aber das ist gerade erst quasi, das keimt gerade erst auf, weil die Zeitgenossen, wie ich vorhin sagte, quasi den Massenkonsum gerade erst kennenlernen. Aber Freiheit von Totalitarismus und vielleicht auch sogar von Politik, könnte man sagen. Also das große Prestige, was Konrad Adenauer zum Beispiel genießt, kommt daher, dass die CDU unter Adenauer sehr gut den Menschen vermitteln kann, wenn ihr mich wählt, dann ist für den Staat gesorgt, dann fährt das Staatsschiff sicher auf gutem Kurs in sichere Gefilde und in sicherem Fahrwasser, aber ihr müsst euch dafür nicht besonders engagieren oder ihr müsst nicht politisch partizipieren, sondern es reicht, wenn ihr mich wählt und dann mache ich das für euch. Also wenn Sie sich, können Sie tun, YouTube-Videos ansehen von Wahl-Werbespots der 50er Jahre, dann vor allem die der CDU, die sind wirklich sehr gut gemacht, dann kriegen Sie dort solche Botschaften vermittelt. Insofern Freiheit, um vielleicht auch wieder zu seinem eigenen Ich zu finden, um sich in Subjektivität zu ergehen, um über sein Seelenleben zu reflektieren. Das sind so dann kulturelle Erscheinungen, die mit diesem Freiheitsbegriff zu tun haben. Und nicht umsonst wird ja betont, auch in der zeitgenössischen, dass in der zeitgenössischen Belletristik zum Beispiel sehr viel die Wende hin zur Innerlichkeit vollzogen wird. Also eigentlich Freiheit von der Gesellschaft, von der Politik und eben von dieser Erfahrung des Totalitarismus. Das würde ich unterstreichen wollen. Da. Also Freiheit auch als ein sich frei machen. Definitiv, ja. Dieser zeitgenössische Freiheitsbegriff, und das hast du ja eben schon angesprochen, allerdings hast du den Begriff der Modernität verwendet, wird aber meistens in einem direkten Zusammenhang eigentlich mit Moderne, die Moderne genannt. Ja. Also Werner Haftmann schreibt im Katalog 1955, Sie kennen das alle, Rechtfertigung und Würde unseres modernen Geistes ist immer das Bewusstsein unserer Freiheit nach vorne. So. Aber ich möchte jetzt doch nochmal wissen, was ist denn in den 1950er Jahren ein moderner Geist? Naja, ein moderner Geist ist erstmal, also modern ist hier erstmal quasi ein Platzhalter für all das, was man als positiv, was man möchte, ne? was man wollen soll. Also wenn Sie so Artikel lesen im Feuilleton der 50er Jahre und da schreiben dann Politikwissenschaftler oder Demokratieexperten, wie ein gutes demokratisches Verhalten aussehen soll, dann schreiben die immer, das ist modern. Und das, was sie für nicht gut befinden, das ist dann immer antiquiert. Das ist quasi einfach eine Labelung, eine Etikettierung von erstmal von Praktiken, die Eliten wollen. So, das würde ich erstmal ganz basal feststellen. Und was man dann konkret damit füllt, hängt natürlich vom Sektor ab, den man sich ansieht. Was Haftmann konkret mit einem modernen Geist meint, müssten Haftmann-Experten gewissermaßen beantworten. Aber ich würde sagen, es geht in die Richtung, natürlich in Haftmanns Falle, sich wieder für die moderne Kunst zu öffnen. Und damit meinte er so das gesamte bis dahin 20. Jahrhundert. Aber auch sich vielleicht für alles zu öffnen, was an Neuwertigkeit angeboten wurde. Und da sind wir wieder bei der Konsumkultur, bei der Massenkonsumkultur. Also die 50er Jahre sind
ne, im Hinblick auf die Kunst heißt Moderne da auch das Rückholen von Kunstwerken der 20er, 30er Jahre, die eben verfemt worden sind im Nationalsozialismus. Mit Blick auf Alltagsgegenstände meint moderner Geist in den 50er Jahren eher sich öffnen für moderne Einrichtungsgegenstände, für moderne Haushaltsgegenstände, für all das, was die kapitalistische quasi Massenfertigungskultur, die zu jener Zeit sich ausbreitet gewissermaßen, und da kommt viel aus den USA nach Europa rüber, alles was die anbietet, dafür soll man sich öffnen. Also der moderne Diskurs ist quasi alltagskulturell gesprochen etwas, was in den USA gemacht wird zu jener Zeit und dann, das nennt man Amerikanisierung, ist in der Geschichtswissenschaft breit erforscht, dann in die kulturellen und Konsumwelten Europas, Westeuropas hinübergetragen werden. Und man will eben natürlich die Nachfrage schaffen für die ganzen modernen Güter, die produziert werden in der Massenfertigung der Produktion. Also insofern, jetzt habe ich nur zwei Sektoren angesprochen, wir könnten auch noch darüber sprechen, was ein moderner Geist in der Politik sein soll, aber vielleicht belasse ich es erstmal bei diesen beiden Sektoren. Wenn es dazu noch Nachfragen gibt, können wir dir in der Diskussion gerne noch klären. Kommen wir mal noch zum dritten Begriff. Die Documenta 55 war ja vor allem deshalb ein Erfolg, auch weil dort abstrakte Kunst ausgestellt und populär gemacht wurde. Und die Macherinnen der Ausstellung sahen in dieser abstrakten Kunst, jedenfalls betonten sie das immer wieder, eine europäische, ja gar eine internationale Dimension. So erklärte Werner Haftmann, dass in der Abstraktion, ich zitiere, eine künstlerische Gemeinschaft von wahrhaft globalem Ausmaß ihre Sprache zum Ausdruck kommt, ihre Sprache, die Sprache der modernen Kunst, wird in der ganzen Welt gesprochen und verstanden. Dieser Gedanke erscheint ja vielleicht auch aus heutiger Perspektive durchaus attraktiv, aber was bedeutete Globalität 1955 und was hieß Internationalität im beginnenden Kalten Krieg? Also was für ein Europa hatten Bode, Haftmann und Co. wohl vor Augen, wenn sie sich dagegen entschieden, etwa auch skandinavische Kunst oder Kunst von der Iberischen Halbinsel auszustellen? Und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass als Ergänzung, dass der Trägerverein zunächst tatsächlich Gesellschaft für europäische Kunst heißen sollte und dann umgewandelt wurde in Gesellschaft für abendländische Kunst. Kunst des Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst meint Internationalität in den Nachkriegsjahrzehnten, und das ändert sich eigentlich erst vor kurzem, in erster Linie für Deutsche, für Westdeutsche Transatlantik. Transatlantizität, wenn man so möchte. Ne? Also es gibt diese starke transatlantische Brücke, die betont wird, die wird ja auch erst geschmiedet, seit die westlichen Alliierten in Westdeutschland die Besatzungszonen geschaffen haben, und dann entstehen diverse kulturelle Zirkel, die transatlantisch eine Brücke bauen, um die Deutschen, die Westdeutschen quasi auch kulturell an die NATO zu binden und an die US-amerikanisch quasi dominierte neue Weltordnung, die damals ja schon vor Augen steht. Und insofern überrascht es mich nicht, dass die Peripherien Europas in dieser Internationalität nicht so eine große Rolle spielen, weil im Grunde geht es um Deutschland, um die Beziehungen zu den USA, um die Beziehungen zu Großbritannien, um die Beziehungen zu Frankreich, so diese großen drei oder quasi großen vier Nationen, die seit dem 19. Jahrhundert auch für die moderne Geschichte so wichtig waren. Und jetzt habe ich, du hattest am Ende noch so einen Schlenker gemacht, den habe ich gerade jetzt vergessen, denn das war mein zweiter Punkt. Sag nochmal, was du als letztes gefragt hast. Da habe ich gesagt, inwiefern die Begriffe Europa und Abendland im Grunde genommen als Synonyme auch galten. Ja, definitiv. Also der Abendlandbegriff ist gewissermaßen eine Hervorbringung dieser Nachkriegsjahre. Der ist in Deutschland sehr stark, in Italien, Occidente nicht so. Aber in Deutschland hat er eine Funktion gerade für konservative Liberale, weniger vor allem für Konservative, auch für viele Katholiken. Ne? Also Westdeutschland ist wieder sehr katholisch, nachdem eben der Osten wegfällt und Mitteldeutschland wegfällt, ist das ein sehr katholisch geprägtes Land. Das wissen Sie, also Adenauer will ja auch im Rheinland bleiben und das quasi im Rheinland so ein Zentrum oder das Rheinland zum Zentrum Westdeutschlands machen, weil es eben auch katholisch geprägt ist und weil er der Meinung ist, der Katholizismus sei gewissermaßen für die deutsche Geschichte besser gewesen als dieser
protestantische, das preußische Protestantismus. So, und der Abendlandbegriff bedient Katholiken und Konservative darin, sich nach diesem Zivilisationsbruch, nach diesen Massenverbrechen der Nationalsozialisten irgendwie wieder in einer Kultur verorten zu können, wo sie sich ihrer selbst vergewissern können, wo sie sich vergewissern können, dass sie gute Menschen sind, dass sie Humanität leben, dass sie auf dem richtigen Pfad sind. Und das bedient dieser Abendlandbegriff. Indem man sich im Abendland verortet, verortet man sich in einer alten, zivilen, humanitären Kultur. Und das ist eine sehr zeitgenössische Angelegenheit, die dann in den 60er Jahren schon abrupt oder rapide abnimmt. Also, aber in den 50er Jahren ist dieser Abendlandbegriff sehr verbreitet und wer die Kunst dort verortet, ist im Grunde, also das ist im Grunde nur wieder ein Marker dafür, sich abzugrenzen von der nationalsozialistischen Vergangenheit und von den Zivilisationsbrüchen, die dort geschehen sind und die eben den Deutschen ja fundamental und die Deutschen wissen ja nach 45 um diese Verbrechen und die stellen quasi die Humanität und die selbstverständliche Position Deutschlands innerhalb der abendländischen und westlichen Welt ja fundamental in Frage. Und indem man sich aufs Abendland bezieht, verortet man sich dort und sagt, nee, wir gehören da nach wie vor hin. Und man kann natürlich auf eine Weise auch argumentieren, die Nazis haben sich vom Abendland und von der abendländischen Kultur abgewandt, weil sie beispielsweise jetzt nicht die Kirchen verfolgt haben, aber weil sie auf alle Fälle nicht katholisch waren und quasi dem Säkularismus hingegeben hätten. Ein Begriff, der vielleicht eine ganz ähnliche Funktion erfüllt und den ich als letzten hier etwas genauer besprechen möchte, ist der Begriff der Jugend. Haftmann zählt ja unter den Akteuren, die die Dokumente auf den Weg brachten, zu den jüngsten Beteiligten. Die Ausstellung wurde maßgeblich von einer Generation geprägt, deren Karrieren im Nationalsozialismus begannen und sich konkretisierten. Nun schreibt Haftmann im Vorwort des ersten Dokumentarkatalogs aber, dass diese Ausstellung nicht für ihn, seine Generation oder ältere Kohorten sei, sondern, ich zitiere, für die heraufwachsende Jugend gedacht ist, für deren noch unbekannte Maler, Dichter, Denker, dass sie erkennen mögen, welcher Grund ihnen zubereitet wurde und was es zu verwalten und zu überwinden gilt. Wie ist dieser Jugendbegriff auch vor dem Hintergrund, dass vor allem ältere Künstlerinnen ja ausgestellt wurden, zu verstehen und inwiefern wurde er in der Nachkriegszeit instrumentalisiert? Also ich kenne das aus meiner eigenen Forschung aus den Religionsgemeinschaften und da spielt der Jugendbegriff eine ganz zentrale Rolle, wobei es im Grunde genommen niemals um diese Generation geht, sondern Möglichkeiten, Dinge zu transportieren. Ja, definitiv. Also Jugend ist nach 45 nicht nur in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik, aber vor allem dort so ein Topos, der häufig benannt wird, wenn man irgendwie Gefahren in Verzug sieht. Ja, also die Jugend erscheint seit 1945 beständig in Gefahr. Es gibt so einen Diskurs, der hält auch im Grunde bis heute an, ne, von Erwachsenen, die immer glauben, die Jugendlichen, die, wobei immer offen bleibt, was eigentlich mit jugendlich gemeint ist, die 14-Jährigen, die 20-Jährigen oder die 30-Jährigen, die scheinen immer in irgendeiner Form stark gezeichnet von der Vergangenheit, sie scheinen immer verwahrlost, das ist in den 40er und 50er Jahren der Fall und sie scheinen irgendwie an Disziplin verloren zu haben, an festem Glauben verloren zu haben und scheinen irgendwie wieder auf die richtige Bahn gebracht werden zu müssen. Das ist so eine Beschreibungsschleife, die Historikerinnen und Historiker immer wieder finden, wenn sie in die Quellen schauen. Und ich glaube, da ist dieser Ausspruch ein Stück weit zu verorten. Ganz konkret ist das natürlich auch nicht ganz weit hergeholt, wenn Sie bedenken, dass im Zweiten Weltkrieg sehr viele Jugendliche ihre Väter verloren haben. Also die Bundesrepublik gilt als vaterlose Gesellschaft, vor allem in den 50er Jahren natürlich. Es gibt auch einfach sehr wenige Männer auf dem Markt und sehr viele allein lebende und alleinerziehende Frauen. Und damit verbunden sehen sich eben vor allem männliche Pädagogen dazu angehalten, seit den 40er Jahren eben diese Jugend, diese Generation, die vom Krieg so gezeichnet ist, wie gesagt, als Problemfall zu beschreiben
Und im Grunde hält das an, das haben sie dann 68 wieder, ne? Wenn die Jugend auf die Straße geht und gewalttätig wird, dann gibt es auch wieder so einen Diskurs. Und in den späten 70er Jahren und in den 80er Jahren haben sie das dann nochmal viel stärker. Das ist die eine Sache, aber natürlich ist es mit Blick auf Haftmann nochmal konkret schon auch interessant, wenn wir uns, weiß nicht, ob wir das wagen mögen, aber uns mal kurz anzusehen, inwiefern seine eigene Biografie auch in dieser deutschen Geschichte zu verorten ist, denn der wird ja in der Tat auch sehr jung. Du hast es angesprochen gerade, sehr jung wird er, also Kunsthistoriker promoviert, ist nicht untypisch, dass man das sehr jung ist in den 30er Jahren. Heute macht man das 10 Jahre später, damals sind die alle Anfang 20 und haben schon ihren Doktortitel. So, und dann dann kommt die SA und dann kommt 1937 die NSDAP und dann kommt auch ungefähr zeitgleich, wenn mich nicht alles täuscht, Italien oder Florenz. Ne? Und das ist schon ein sehr, sehr junges Alter. Dann kommt die Übersetzungs- oder die Dolmetschertätigkeit im Zweiten Weltkrieg für die Wehrmacht. Dann kommen die Verwicklungen in die Verbrechen, in die Folterung von Partisanen und solche Dinge. Da ist er dann irgendwie Ende 20, Anfang 30 ungefähr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und insofern ist der, für die Zeitgenossen ist der kein Jugendlicher mehr, aber aus heutiger Sicht ist er natürlich noch ein sehr, sehr junger Mensch. Und 1945 ist er dann in seinen besten Jahren gewissermaßen, aber gemessen an den Künstlern, die ausgestellt werden, auch noch sehr jung. Also ein Stück weit spricht er vielleicht auch irgendwie über seine eigene Jugendlichkeit, seine eigene Jugend und die Frage, wie, ich weiß nicht, vielleicht hat es sogar was, nicht was Apologetisches, aber irgendwas sich selbst, also die eigene Biografie ein Stück weit in Frage stellendes, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, weiß nicht, wie du dazu stehst. Bereuendes. Wäre auf jeden Fall, ja, wäre ein Interpretationsansatz. Können wir vielleicht in der Diskussion später nochmal aufgreifen, wie das von anderen Anwesenden hier gesehen wird. Ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, finde ich. Bevor wir jetzt diesen Vergleich auch wagen, will ich vielleicht nochmal, also wir haben jetzt über Freiheit und Moderne und Internationalität als irgendwie programmatische Schlagworte gesprochen, aber irgendwie ist das ja immer schon auch durchgeschieden, so ein bisschen müssen wir auch, glaube ich, nochmal die Gretchenfrage stellen, nämlich wie steht es denn jetzt 1955 eigentlich um die Demokratie in der Bundesrepublik und ist diese bundesrepublikanische Gesellschaft bereits demokratisch durchdrungen, beziehungsweise wie demokratisch vermochte diese Kasseler Kunstausstellung dann auch zu sein? Ich bin so ein bisschen auf diese Frage auch gekommen, weil ich in einer der Quellen aus der, in dem Fall Frankfurter Illustrierten, gelesen habe. Ich zitiere hier mal ganz kurz. Wir normalen Menschen sind ihr, der modernen Kunst, doch ein wenig böse, dass sie sich so gar keine Mühe gibt, unser Verständnis zu gewinnen. Also das ist von einem Besucher der Documenta 1955. Es gab ganz sicher auch also eine weit große Bandbreite anderer Meinungen, vor allem auch begeisterter Meinungen. Aber das ist eben auch ein Statement, das abgedruckt wird in einer Zeitung. Und ich habe mich gefragt, geht es da wirklich um die Kunst? Oder ist das ein ganz zeittypisches Statement, was darüber hinausgeht? Wie würdest du das deuten? Ja, ist spannend. Also es geht insofern um die Kunst, als dass dieser Vorwurf ganz schön illustriert, was manche Menschen für Probleme haben mit moderner / abstrakter Kunst. Ja, der Vorwurf, also das ist eine Sache, die ich häufig nicht verstehe, weil ich mich ästhetisch von moderner Kunst überhaupt nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühle. Ich glaube aber, es gibt Menschen, die das tun, genug, auch heute noch. Und ein Grund dafür liegt ein bisschen in diesem Zitat verborgen. Der Vorwurf nämlich, dass die Künstlerinnen und Künstler oder das Kunstwerk, wie auch immer man das Verhältnis sieht, sich nicht bemühten, das eigene Verständnis anzusprechen. Also ihr bemüht euch nicht, so zu schreiben, dass ich euch verstehe. Ne? Das ist gewissermaßen der Vorwurf an die abstrakte Kunst. Und das wiederum ist, wenn man darüber nachdenkt, auch, das kann man auch als demokratischen Vorwurf äußern, der Gestalt, dass man sagt, also das kann man auch an Politiker formulieren, ne, diesen Vorwurf. Ihr redet nicht so, dass wir euch verstehen. Ihr handelt nicht so, wie es unser Verständnis quasi erfordern würde. Insofern ist diese Anspruchshaltung an ein Kunstwerk
so zu sein, dass ich es verstehe, unabhängig von meiner Herkunft, von meiner Bildung und so weiter und so fort, von meiner Hautfarbe, das ist schon was Demokratisches. Und das macht ja wiederum, also das ist jetzt interessant, weil wir ja wiederum als aufgeklärte, kunstbeflissene Bürgerinnen und Bürger diesen Vorwurf an gegenüber der abstrakten Kunst für ungeheuer provinziell und spießig halten. Ja? Aber also das fände ich interessant zu diskutieren, um vielleicht noch den Bogen zu schlagen zu der Frage, inwiefern ist die Bundesrepublik eine Demokratie? Sie ist es natürlich auf dem Papier, sie ist natürlich institutionell eine stabile Demokratie Mitte der 50er Jahre. Ihr fehlt es, so deuten Historikerinnen und Historiker in den 50er Jahren vor allem noch an sowas, was man eine liberale und demokratische Kultur, politische Kultur nennen würde. Beispielsweise haben die Westdeutschen zu jener Zeit noch nicht so gut gelernt, miteinander zu diskutieren politisch. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist in Wahlkämpfen lässt sich das gut beobachten, ne? So Diskussionsveranstaltungen, wo normale Menschen wie Sie und ich irgendwie sich melden können und mitdiskutieren mit den Politikern und Politikerinnen. Sehr wenige Politikerinnen ist eher selten. Es gibt keine ausgeprägte Streitkultur, wie wir das heute nennen würden. Es gibt auch nicht wirklich sonderlich viel Kontakte zwischen Repräsentanten und den Wählerinnen und Wählern. Dessen ungeachtet ist die westdeutsche Demokratie selber recht stabil. Und Documenta ist als Botschaft nicht nur an das deutsche Publikum, sondern auch an das internationale, dass die Deutschen sich wieder öffnen für Liberalität, nämlich vor allem für die Kunst, die sie 1933 quasi verfemt und marginalisiert haben. Das ist natürlich auch eine Leistung, ja? Beziehungsweise könnte man fragen, inwiefern hätte Deutschland eine Chance gehabt, es anders zu machen? Wahrscheinlich nicht, wenn es eingebettet sein wollte in diese kalte Kriegsordnung und in die westliche Welt. Es schließt ein bisschen an eine Beobachtung aus den Quellen an, die ich immer wieder mache, wenn ich mir beispielsweise Texte oder das Auftreten von Haftmann, aber auch von Kurt Martin oder Alfred Henssen angucke, die ja auch alle in die Planung 55 involviert gewesen sind, dass da ein erstaunliches Selbstbewusstsein zum Ausdruck kommt. Also, und dieses geprägt ist also nicht nur von pädagogischen, sondern ich möchte fast sagen von missionarischen Momenten. Und ich mich schon frage, woher rührt diese Selbstgewissheit? Das ist vielleicht auch eine Antwort auf deinen Erklärungsansatz, dass möglicherweise in diesem Jugendbegriff ein Reflektieren der eigenen Biografie sich zum Ausdruck kommt. Dieses Selbstbewusstsein, was auch aus den Auslandsausstellungen zum Beispiel hervortritt, würde da ja dann doch wieder im Gegensatz dazu stehen. Ist das typisch? Erstaunlicherweise ja. Also wenn man sich die Quellen der 50er, auch noch der 60er Jahre ansieht, ist es eine allgemeine Erscheinung, dass Eliten, Funktionseliten, Künstlerinnen, alle, die im Prinzip schreiben dürfen und können, also die Zugang haben zu, die sozialen Ressourcen haben und das soziale Kapital haben und das Symbolische, um schreiben zu können, dass die alle vor Selbstbewusstsein strotzen. Es gibt sehr wenig quasi zurückhaltende, selbstkritische, auch sich selbst problematisierende Quellen. Das ist aber auch einfach als Psychotechnik noch nicht so verbreitet in den 50er Jahren. Was aber sehr, sehr spezifisch bundesrepublikanisch ist, ist auf jeden Fall der pädagogische Impetus. Also man kann die Bundesrepublik eigentlich als pädagogisch inspirierte Republik oder Demokratie begreifen. Also es gibt sehr viele, also das beginnt mit der Bundeszentrale für politische Bildung, wie sie heute heißt. Die heißt damals noch Zentrale für Heimatdienst, Bundeszentrale nicht. Zentrale für Heimatdienst heißt sie, glaube ich. Und es gibt diverse Institutionen, die Demokratie vermitteln sollen. Es gibt die sogenannte Demokratiewissenschaft, die entsteht, die Politikwissenschaft.
Und es gibt so einen Diskurs, wenn Sie so eine Tageszeitung aufschlagen aus den 50er Jahren, haben Sie ständig so Journalisten oder Redakteure, die in Glossen oder Kommentaren irgendwie so einen leicht erzieherischen Text schreiben. Also es ist eine wirklich sehr durchpädagogisierte Gesellschaft, das ist nicht zu unterschätzen. Also auch wenn Sie sich vielleicht an Ihren Schulunterricht erinnern und an die Art, wie Sie dort Diskussionen geübt haben oder Schülermitverwaltung oder so Schülersprecher wählen und solche Sachen. Das ist alles relativ typisch bundesrepublikanisch. Das gibt es in anderen Demokratien, also Italien, Frankreich oder so, nicht so unbedingt. Das ist alles Teil dieses sehr pädagogischen Konzepts, im Prinzip eine Weiterentwicklung der US-amerikanischen und englischen Re-Education-Politik. Also die hat sich, die nicht wirklich eine Politik war, sondern eher ein Programm, aber derer haben sich dann die westdeutschen Funktionseliten angenommen und dieses Konzept weitergetragen. Denen ging es nicht immer darum, Demokratie zu vermitteln, aber es war natürlich gut oder es war natürlich willkommen, wenn man in einer sozialen Rolle ist, wo man viel spricht, auch die Rolle des Pädagogen oder der Pädagogin gewissermaßen zugeschrieben zu bekommen, denn ne, bedenken Sie, man fragte sich natürlich ständig oder man musste sich dafür rechtfertigen, wie konnte in Deutschland das geschehen? Ne? Wie konnte man Hitler wählen oder die NSDAP? Wie konnte 1933 geschehen und wie konnte dann in den 40er Jahren Auschwitz, auch in den 30er Jahren schon die Nürnberger Rassegesetz und so? Also alles Akte, über die sich die Zeitgenossen bewusst waren, dass das crazy war, ja? Dass das für ein modernes Land wie Deutschland vollkommen erklärungsbedürftig war, wie das möglich war und dann versuchte man in den 40er, 50er Jahren Erklärungen zu finden und so Erzählungen zu entwickeln, um das zu erklären. Und eine Erzählung, die immer gut funktionierte, war, ja, das Volk war offenbar irgendwie nicht klug genug, ja, nicht erzogen genug, nicht gebildet genug, im politischen Sinne gebildet. Und jetzt müssen wir halt den Deutschen erzählen, wie sie zu sein haben und müssen ihnen das nochmal gut beibringen. Und diese Pädagogik steckt ein bisschen auch heute noch drin in der deutschen Gesellschaft. Und wie würdest du da nun letztendlich die Kunst einordnen? Also ich frage mal anders, wurde in den 50er Jahren auch mit Kunst Politik gemacht oder wie politisch war die Kunst? Das kann ich nicht so gut beantworten, weil ich keine Kunsthistorikerin beziehungsweise dafür keine Politikhistorikerin bin, die sich jetzt mit Kunst als Sektor beschäftigt hätte. Aber die Documenta würde ich definitiv in den Prozessen einordnen, die ich schon genannt habe. Ne? Also vor allem so eine ostentative, also so eine demonstrative Abwendung von der Vergangenheit und eine ostentative Hinwendung zur Moderne, nicht nur in der Kunst, sondern auch alltagskulturell diese Moderne, die eben hieß Öffnung für Amerika, Öffnung für die US-amerikanischen Produkte und die Kultur, die damit einherging, Öffnung für den Westen. Also Deutschland hatte bis in die 30er Jahre eben, hatten viele deutsche Intellektuelle immer gesagt, wir wollen nicht zum Westen gehören, wir sind Deutsche, wir sind in der Mitte Europas, wir wollen unsere eigene Kultur gewissermaßen pflegen in der Mitte dieses Kontinents. Wir können nicht uns nur verwestlichen. Und bei Westen dachten sie immer an die parlamentarische, liberale Demokratie der USA, Großbritanniens, Frankreichs. Ne? Und diese westlichen Werte davon, mit denen hatte man zwar, die teilte man zwar, aber man grenzte sich auch immer davon ab. Und die bundesrepublikanische Geschichte ist eigentlich so eine Geschichte des Demonstrativen, so jetzt wollen wir Westen sein, jetzt wollen wir Westen sein. Und die Documenta passt in diese Geschichte hinein. Und wenn wir sehen, wie erfolgreich sie wurde, ja, quasi vom Phönix, also Phönix aus der Asche und dann hin zur wichtigsten modernen Kunstausstellung der Welt, dann ist das schon, also das ist auch nochmal erklärungsbedürftig, wie es dann dazu kommen konnte. Aber man kann so argumentieren, dass die Deutschen eben nach 45, weil sie halt wussten, sie sind gewissermaßen jetzt ganz unten in der Nahrungskette, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, es tut mir leid, dann mussten sie sich besonders stark anstrengen, um sich hochzuarbeiten. Auch quasi auf dem kulturellen Parkett der Welt wieder was gelten. Ja? Und da haben sie sich offenbar, da haben sie sehr viel Energie reingesteckt und offenbar hat das Früchte getragen.
Vielleicht ist das auch ein guter Moment, um nochmal diesen Szenenwechsel anzustrengen. Also bevor wir jetzt als uns Italien als deutschem Sehnsuchtsort zuwenden, möchte ich doch nochmal einen Blick auf die politischen Beziehungen werfen. Wie war denn das deutsch-italienische Verhältnis in der Nachkriegszeit und welche Rolle spielte dabei die faschistische Vergangenheit beider Länder? Nun, ein bisschen so ähnlich, wie ich das vorhin geschildert habe, mit Blick auf die Hausflure und Fabrikgemeinschaften in der Bundesrepublik. Man hatte eine gemeinsame Vergangenheit, war sich dessen auch bewusst, aber redete nicht großartig drüber. Also die Deutschen konnten es gab eine deutsch-italienische Achse im Faschismus, ne? Also der Faschismus Mussolinis war gewissermaßen das Vorbild für den Faschismus der Bundesrepublik, für den deutschen Faschismus. Hitler und Mussolini die mochten sich nicht großartig, aber sie trafen sich natürlich und performierten der Welt, dass der Faschismus die neue Ideologie sei, die sehr viel tragfähiger und effizienter und zukunftsträchtiger sei als die liberale Demokratie. So, dann machte man ein Bündnis, eine sogenannte Achse, Berlin-Rom. Und Hitler begann den Krieg und Mussolini, der eigentlich zusammen mit dem König und anderen Eliten und dem Militär in Italien nicht so wirklich mitmachen wollte, wurde mehr oder minder gezwungen, auch in den Krieg einzutreten. Das ging ein paar Jahre gut und dann zog Italien gewissermaßen zurück und kündigte das Bündnis auf und verkündete einen Waffenstillstand mit den westlichen Alliierten. Und seither brach gewissermaßen dieses Verhältnis. Im Norden Italiens wurde eine neue Republik gegründet unter Mussolini mit Hitlers Hilfe oder mit Hilfe der deutschen Besatzer und dann war das Land geteilt in ein Norditalien, was weiterhin mit Nazi-Deutschland verbündet war und in ein Süditalien, was befreit worden war oder im Begriff war, befreit zu werden. Und dann passierten eben diese Massaker, an denen Haftmann auch beteiligt war, vor allem im norditalienischen Teil, also alles nördlich von Rom. Vor allem Massaker gegen die sehr starke Resistenza, die Partisanenbewegung. Und die geschah deswegen, weil deutsche Besatzer dort eben vor Ort waren und die Partisanen versuchten, die italienischen, norditalienischen Städte zu befreien und dann auch zu besetzen. Insofern war das Verhältnis nach 1945, kann man sagen, zerrüttet wäre jetzt zu sanft ausgedrückt. Dann passierte aber das, was eben in den 40er, 50er Jahren häufig passierte. Die Menschen, in dem Fall die Politiker, machten Tabula Rasa und suggerierten sich, sie würden jetzt neu anfangen. Und dann hatten wir in der Bundesrepublik Konrad Adenauer und in Italien einen auch christdemokratischen, sehr stark katholischen Ministerpräsidenten, nämlich Alcide De Gasperi. Und die beiden verstanden sich, die kannten sich, die kamen sehr gut miteinander klar. Und somit haben wir Anfang der 50er Jahre im Prinzip ein Italien und ein Deutschland, eine Bundesrepublik, die sehr gut kooperieren wirtschaftlich, die zusammen für die europäische Gemeinschaft quasi vorbereiten und deren Parteien, CDU und Christdemokraten in Italien auch sich hin und wieder treffen und sich miteinander absprechen, ihre Wahlpropaganda zum Beispiel zusammen konzipieren. Auch wieder eigentlich sehr schlechte Voraussetzungen und dann plötzlich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Das betrifft die hohe Politik. Wenn man sich nun anschaut, wie wird über Italien gesprochen in der jungen Bundesrepublik, dann ist das eher ein ridikulisierender Diskurs der Gestalt, dass so ein bisschen über Italien gesprochen wird, wie heute auch noch, nämlich ja, es ist schön, schöne Strände, der Massentourismus breitet sich aus seit den 50er Jahren, aber die italienische Politik ist ein Chaos, ja, und schlecht zu, also sozusagen für den rational denkenden Deutschen schwer zu verstehen, schwer nachvollziehbar. Den Italienern ist nicht wirklich zu trauen, also diese Stereotype leben natürlich fort. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meinen Quellen jedenfalls und auch in heutigen Zeitgenossen nicht den Eindruck, dass man sich irgendwie in politischer oder kultureller Hinsicht an Italien orientieren würde. Man vergöttert natürlich die italienische Kunst und die Renaissance und die Architektur dort und geht dort gern essen und macht dort gern Urlaub, aber dennoch verortet man Italien nicht auf Augenhöhe, jedenfalls das Gros der Deutschen, und das war in den 50er Jahren nicht anders.
ist vielleicht ein guter Moment, um nochmal auf die Überschrift des heutigen Abends zurückzukommen, die, wo es im Nachsatz heißt, also Postfaschismus oder Antifaschismus. Und vielleicht, bevor wir diese Frage klären, sollten wir überhaupt mal besprechen, worauf diese Unterscheidung zielt und wie hilfreich sie ist, um eben die italienische oder auch die bundesrepublikanische Gesellschaft in den 50er Jahren zu beschreiben, beziehungsweise auch voneinander abzugrenzen. Also Italien als einem Land, in dem der Antifaschismus sozusagen entsteht in den 20er Jahren, und im Gegensatz dazu eine bundesrepublikanische Gesellschaft, die bislang von dir jetzt nicht wirklich als eine antifaschistische beschrieben wurde. Nein, und damit will ich nicht sagen, dass es die nicht gegeben hätte, aber die wird nicht hegemonial. Und das ist der große Unterschied. Also in Italien haben wir, wie du sagst, Antifaschisten, schon sehr früh. Die haben wir aber in Deutschland auch schon sehr früh. Und die sind in Italien gar nicht numerisch gesprochen, gar nicht in der Mehrheit, aber die werden hegemonial, können hegemonial werden in der Nachkriegszeit, weil sie halt die Resistenza haben und weil sie als Antifaschisten eben nicht die eigenen Leute bekämpfen, nur, obwohl es ein Bürgerkrieg war, also sie bekämpfen nicht nur die Italiener, die Faschisten sind, die hinter Mussolini stehen und die mit den Deutschen deswegen auch weiterhin in Norditalien gemeinsam Staat machen, sondern sie bekämpfen vor allem den deutschen Feind. Ja, Deutschland ist erst Bündnispartner und wird 1943 plötzlich Feind. Und damit haben die italienischen Antifaschisten eine gute nationalistische, einen quasi nationalistischen Anreiz oder eine nationalistische Begründung für ihr Tun. Sie sind Antifaschisten, aber sie sind zugleich Patrioten, indem sie ja gegen den nationalsozialistischen Feind kämpfen. Und das ist der Hebel, der Antifaschismus in Italien nach 1945, und Italien ist auch eine sehr nationalistische Gesellschaft, hoffähig macht, weil die Antifaschisten eben in Italien auch Patrioten sein können. Das funktioniert in Deutschland nicht. Weil gegen welchen Feind? Gut, man könnte sagen, Antifaschisten sind auch irgendwie gegen die Sowjets, aber weil sie in Deutschland eben diese Situation haben, dass Deutschland in allen Grenzen quasi befreit wird, entweder von Sowjets oder von Amerikanern oder von Franzosen oder von Briten, können sie nirgendwo diese Verbindung aufmachen zwischen Antifaschismus gegen Hitler sein und zugleich irgendwie für irgendeinen Feind bekämpfen. Das funktioniert in Deutschland nicht, irgendeinen nationalen Feind oder einen äußeren Feind. Antifaschisten gibt es dennoch in der Bundesrepublik oder damals noch nicht Bundesrepublik, die ist noch nicht gegründet, 1945, unmittelbar nach der Befreiung, gibt es so einige Wochen, in denen deutsche Antifaschisten oder gewordene Antifaschisten, wie auch immer, versuchen, die Nazis, die es noch gibt, oder die Polizei, die es noch gibt, zu verjagen, zu vertreiben. Ehemalige Parteigenossen, die zum Beispiel sich schlecht verhalten haben, irgendwie heranzuziehen zu Aufräumarbeiten, die irgendwie zu bestrafen. Also es gibt so vor Ort wachsende kleine antifaschistische Gruppen, die irgendwie versuchen, die großen lokalen Nazis heranzuziehen, zu bestrafen und irgendwie symbolisch dazu zu zwingen, irgendwas zu tun, um gewissermaßen Sühne zu leisten. Aufräumarbeiten, also die Schippe in die Hand nehmen und die Trümmer wegräumen, das ist sowas, wozu man Nazis dann zwingt. Das ist aber nur eine sehr kurze Zeit, und als die Alliierten dann die Städte besetzen und Bürgermeister einsetzen, unterbinden sie diese quasi unkontrolliert von unten wachsenden antifaschistischen Sühneaktionen und unterbinden im Prinzip auch, dass sich Antifaschisten weiter organisieren können, sondern die Alliierten lizenzieren dann einzelne Parteien, CDU, SPD, FDP und so weiter. Das kennen sie viele. Viele gibt es heute nicht mehr, aber die Großen wurden damals eben lizenziert und die dürfen dann Parteiarbeit machen. Aber was eben nicht geht, ist so selbstbestimmte antifaschistische Politik machen. Schieben die Alliierten einen Riegel vor. Und in Italien machen sie das nicht, obwohl sie Italien auch besetzen, halten sie die Italiener für weniger gefährlich und erlauben deswegen den italienischen Antifaschisten, die eben die Städte befreit haben durch die oder mit Hilfe der Resistenza oder in der Resistenza, erlauben die denen gewissermaßen im Rathaus zu sitzen und jetzt zu sagen, wir machen jetzt antifaschistische Politik, weil sie Italien im Grunde strategisch für nicht so wichtig halten. Ne? Also Italien ist strategisch wichtig im Mittelmeer für ein paar NATO-Häfen und so, aber ist keine Wirtschaftsmacht zu jener Zeit. Ne?
Also die westlichen Alliierten sind da als quasi Einflussfaktor sehr, sehr wichtig in den 40er Jahren. Und diese patriotische Selbstbeschreibung der Antifaschisten ist wichtig. Und dann haben die Antifaschisten in Italien bis in die späten 70er Jahre im Prinzip kulturell und auch politisch, weil sich die Christdemokraten als Antifaschisten verstehen, das Land in der Hand, haben eine Hegemonie. Und zugleich gibt es aber einen kleinen, aber sehr intensiven Neofaschismus auch in Italien. Und in Deutschland haben wir wiederum eher eine postfaschistische Situation, so würden wir das in der Geschichtswissenschaft beschreiben. Postfaschistisch, so wie heute Tschechien oder so postkommunistisch oder postsozialistisch ist. Ne? Das bedeutet, dass es eine historische Konstellation, eine Gesellschaft, die eben aus etwas kommt, in dem Fall postfaschistisch oder postnationalsozialistisch, aber die Spuren dieser Erfahrung und dieses Regimes eben noch in sich trägt. Das meint man mit postfaschistisch, aber eben keine antifaschistische Gesellschaft. Auffällig ist in diesem Kontext ja dann immer wieder der gleichzeitige Verweis auf Faschismus und Stalinismus. Also Werner Haftmann schreibt, jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, 48 in der Zeit, dass die Liebe zur Figur des Arbeitenden im Faschismus pervertierte, aber sie pervertierte auch im Kommunismus, pervertierte politisch im ehernen Schritt der roten Arbeiterbataillone, aber auch im Marschtritt der braunen Sturmkolonnen. Ja, schöne Zitate hast du da rausgesucht. Interessant finde ich jetzt daran, dass Klaus Siebenhaar noch deutlicher wird und in seiner Geschichte der Documenta, die erst vor wenigen Wochen erschienen ist, schreibt, ich zitiere auch hier, auch eine nur oberflächliche Betrachtung von Konzept, Inhalten und kuratorischer Ästhetik weisen die D, also 55, bis D3 als expliziten Gegenentwurf zu ideologischen und ästhetischen Grundpositionen des Nationalsozialismus wie Stalinismus aus. Wie würdest du das deuten und wie passt das auch nach Italien, wo also patriotische Antifaschisten zugange sind? Ja, also zu Italien passt es nicht so gut, aber das ist auch egal, ne? Das ist eben ein deutscher Diskurs und bei den Italienern, die ziehen das quasi anders auf. Für Deutschland, also die Gleichsetzung von oder das Nennen in einem Atemzug von Nationalsozialismus und Stalinismus ist sehr typisch für den antitotalitaristischen Diskurs jener Zeit, der ein Stück weit auch wieder exkulpatorisch ist, das heißt sich selbst relativieren kann. Also man relativiert die eigene nationalsozialistische Verbrechensvergangenheit und vor allem auch Totalitarismusvergangenheit, indem man sagt, naja, aber der Stalinismus war ja eigentlich noch schlimmer. Eigentlich sagen die, der Stalinismus war noch schlimmer und wenn man sich die Opferzahlen anguckt, in den 30er Jahren stimmt das auch, ne? Wenn man sich an die Gulag-Morde denkt, die Massenmorde. Aber indem man Nationalsozialismus und Stalinismus immer in einem Atemzug nennt, erweist man sich als Antitotalitarist und das ist wichtig in jener Zeit, denn das ist Teil des Selbstbewusstseins, des Selbstverständnisses und kann zugleich diese eigene Position, ich sagte vorhin so ein bisschen salopp, ganz unten in der Nahrungskette so ein bisschen aufwerten, indem man sagt, naja, aber der Stalinismus war auch genauso schlimm und vor allem ist noch genauso schlimm. Das ist ja der Punkt. Der Stalinismus existiert noch weiter und das ist eben das neue Feindbild. Ja, das neue Feindbild, was so neu nicht ist, weil faktisch war der Nationalsozialismus ja auch schon antimarxistisch, antistalinistisch, dann später antileninistisch, antibolschewistisch. Das ist alles, man schaut immer nach Russland als Feindbild und das lebt einfach fort mit diesem Hufeisenprinzip, das uns ja heute auch noch bekannt ist. Und wollte noch was anderes sagen, ist mir jetzt entfallen, macht aber nichts. Also ein Feindbild, das vielleicht auch deswegen gut funktioniert, weil es schon bekannt ist und damit anschlussfähiger. Wir öffnen gleich die Diskussion, aber einen Punkt will ich noch ansprechen, also oder zwei. Unter anderem aus der DDR-Forschung wissen wir ja nun, dass die Frage, ob eine Gesellschaft sich als antifaschistisch oder postfaschistisch, Entschuldigung, meinetwegen Begriff, nicht unbedingt Aufschluss darüber gibt, wie über Antisemitismus in der jeweiligen Gesellschaft verhandelt wurde.
Und welche Entwicklungen siehst du da in der Bundesrepublik der 50er Jahre und inwiefern unterscheiden sie sich vielleicht auch von Italien? Wir sprechen ja heute wieder sehr viel über solche Fragen und deswegen, glaube ich, müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie das in den 50er Jahren verhandelt wurde. Also ich glaube 1955 bei der ersten Documenta glaubt die, also können die Politiker in der Bundesrepublik glauben, dass sie kein Antisemitismusproblem hätten in der Bundesrepublik. Die Wiedergutmachung ist auf dem Weg, also quasi auf staatlicher Ebene versucht die Bundesrepublik dem Staat Israel und damit auch allen Juden der Welt zu demonstrieren, dass sie Wiedergutmachung übt, dass sie bereit ist, diese großen Opferzahlen zumindest mit Geld irgendwie aufzuwiegen. Sie unterstützt Israel. Es kommen einige Jüdinnen und Juden aus dem Exil zurück, gerade nach Frankfurt ist so ein Hotspot quasi. Und ansonsten wird viel beschwiegen. Es gibt aber unterhalb dieser öffentlichen, staatlichen, politischen Ebene Alltagsrassismus natürlich, Alltagsantisemitismus auch. Der wird leider erst jetzt so langsam aufgearbeitet. Da gab es lange einfach keine historischen Studien, keine historischen Forschungen zu. Das beginnt gerade erst. Was die Documenta 55 noch nicht wissen kann, ist aber, dass vier Jahre später, nämlich im Winter 1959, 1960, die erste sogenannte antisemitische Schmierwelle passiert. Das nimmt den Beginn in Köln, im Kölner Raum, wo zwei junge Männer, also diese Täter werden immer als junge Männer quasi beschrieben in den Dokumenten des Innenministeriums. Man spielt deren politischen Hintergrund natürlich herunter. Es ist aber anzunehmen, dass das organisierte Rechtsradikale sind, Rechtsextremisten, die das machen. Und es werden auf jüdischen Friedhöfen und jüdischen Einrichtungen Hakenkreuze und andere Dinge geschmiert. Und das ist so ein Prozess von einigen Wochen. Also das beginnt in Köln und dann imitieren das im ganzen Bundesgebiet und in Westberlin zahlreiche andere Täter. Die sogenannte antisemitische Schmierwelle und was die deutsche Innenpolitik tut, die deutschen Innenpolitiker jener Zeit, die vermuten eben die Täter wie so oft, wo bei den Kommunisten, bei der SED, also die vermuten, das sei eine organisierte Aktion der SED, um eben die Bundesrepublik zu schwächen. Das ist ein ganz interessanter Move, der so lange wie die DDR existiert, die Bundesrepublik prägt. Immer wenn man ein Problem hat, kann man sagen, naja, das hat bestimmt die SED eingefädelt. Das waren irgendwelche Stasi-Leute, die das hier im Westen gemacht haben. Was sie ja umgekehrt ganz genauso machen. Also genau. Wenn in der DDR Antisemitismus ein Thema ist, dann ist das selbstverständlich infiltriert durch die Westdeutschen. Genau, und die Nazis und die Faschisten dort, ja. Das ist so ein bisschen das Problem der politischen Kultur, das Erbe der Probleme, die wir heute haben. Das verweist eben darauf, ne, dass das lange immer gesagt werden konnte, es waren die anderen da drüben, es war der Systemfeind. Aber das nur als Fußnote. Du hattest noch zu Italien, glaube ich, gefragt. Mich würde interessieren, inwiefern Antisemitismus in den 50er Jahren eine Rolle spielt. Also generell spielt Antisemitismus im italienischen Faschismus eine andere Rolle als im Deutschen, das ist irgendwie klar. Aber inwiefern gibt es auch Auseinandersetzungen damit in Italien der Nachkriegszeit? Ja, also nicht, dass Sie denken, Deutschland oder die Bundesrepublik kommt hier ganz, ganz schlecht weg heute bei mir. Italien ist, was diese Aufarbeitung angeht, noch viel schlechter, noch viel langsamer. Das heißt viel schlechter, viel langsamer zu jener Zeit. Also geschwiegen wird in Italien auch sehr viel und vor allem schweigen die über jegliche Involvierung in die Verbrechen der Nationalsozialisten, die ja eben mit denen sie verbündet sind bis 1943. Und was sich in Italien sehr früh ausprägt, in der italienischen Republik, obwohl es Antifaschisten sind, die da an der Macht sind, prägt sich so ein Diskurs aus, der sagt, cattivo tedesco und buono italiano. Also das heißt, für die ganzen Verbrechen des Faschismus und des Nationalsozialismus waren die Deutschen zuständig. Wir haben eigentlich nur den Duce toll gefunden, ja, und
und sonst nichts weiter getan. Also die sprechen sich frei von jeglicher systematischer Involviertheit in Massenverbrechen, in den Holocaust, in die Deportation von Juden. Sie waren darin involviert. Es gibt in den letzten Jahren sehr viel historische Forschung dazu, die das aufarbeitet von jungen Italienerinnen und Italienern und die diesen Mythos quasi entlarvt, des guten Italieners. Aber die argumentieren wirklich bis in die 80er, 90er Jahre, sie waren am Holocaust nicht beteiligt. Und deswegen waren sie quasi der gute Faschismus und die Deutschen haben den schlechten Faschismus praktiziert. Und insofern spielt Antisemitismus als Problem in den 50er Jahren keine Rolle in Italien. Sie tun so, als hätten sie dieses Problem nicht. Danke. Zum Abschluss dieses Teiles, in dem wir nur einen Dialog führen und bevor wir noch öffnen, vielleicht noch knappe Frage, kurze Antwort. Wie viele 50er stecken denn nun noch in den 2020ern? Ja, diese Analogien sind natürlich immer schwierig. Zugleich habe ich, glaube ich, bei meinen Antworten ja hin und wieder schon mal so einen Bezug hergestellt zu heute. Also gerade im Hinblick darauf, also auf die politische Kommunikation, die Frage, wie gewisse Dinge so geframed werden und welche Analogien aufgemacht werden, ne? Also wenn man über Rechte redet, dann muss man immer gleich auch über Linke reden oder umgekehrt. Das ist nur ein Beispiel, das sind so Muster der politischen Auseinandersetzung, die ich heute beobachte und wo ich sagen würde, hat eine lange Tradition in der Bundesrepublik. Also Muster politischer Auseinandersetzung und politischer Diskussion. Und da hat jedes Land, jede Demokratie so ein bisschen einen eigenen Stil, der ausgeprägt wird. Also das würde ich für Italien ein Stück weit genauso sehen oder für Frankreich oder für Großbritannien. Jetzt willst du natürlich vielleicht auf andere Dinge hinaus, aber ich würde sagen, so im Hinblick auf Umgang, den Umgang mit der Vergangenheit, sind die 50er Jahre schon ziemlich weit weg. Modern allerdings wollen die Deutschen, glaube ich, nach wie vor ganz gerne sein, immer noch. Ich kann damit gut leben. Also vielen Dank an dieser Stelle schon einmal für das Gespräch, das ich nun nochmal für das Publikum öffnen möchte. Stellen Sie gern Fragen. Kritisieren Sie, merken Sie an, jetzt ist Gelegenheit dazu. Ja, herzlichen Dank für den sehr gehaltvollen Vortrag. Ich habe mir so viele Notizen gemacht, das kann ich gar nicht alles abfragen. Vor allem haben Sie gezeichnet, sehr schön. Das auch, ne? Ja, ich kann nicht anders. Ich erinnere natürlich das, was Sie gesagt haben, die Sicht auf die Italiener, 50er, 60er, ich meine, da war ich nur sehr jung, wie Sie mir glauben, da existierten die Italiener in deutscher Redeweise nur als entweder die Badoglios, alles Badoglios, Verräter, ne? Der italienische Politiker, General, ja, ja. Der die Abkehr von der Kollaboration bewegt hatte, oder sie existierten in einem Liedchen von Conny Frohbös, zwei kleine Italiener. Wenn man nett sein wollte zu Ausländern, dann konnten das nur irgendwie herzige kleine Doofköpfe sein, das am Rande. Ein Satz nur, Stichwort pädagogisierte Gesellschaft, Stichwort wie viel 50er steckt in 2022. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da geht es derzeit vielleicht wieder hin, wenn wir zu Sparsamkeit, Bescheidenheit erzogen werden sollen und wenn ein Präsident verkündet, es könnten doch vielleicht für die jungen Leute soziale Pflichtjahre eingerichtet werden, wofür man ihnen rechts und links um die Ohren hauen sollte. Das am Rande. Eine Frage, die ich habe. Sie sagten, ja, Italien sei eine nationalistische Gesellschaft. Beziehen Sie das auch auf das heutige Italien? Ja, also ich halte, vielleicht müssen wir da über den Nationalismusbegriff sprechen, ne? Ich halte die meisten Gesellschaften auch heute für nationalistisch. Ja, ich finde auch, das hat sich in der Corona-Pandemie ganz gut gezeigt. Das heißt aber nicht, also nationalistisch heißt nicht unbedingt rechtsextrem, ne? Natürlich, sondern das heißt selbstbezogen im Sinne von also my nation first. Also im Zweifel ist es mir, ja, das ist so ein Fachdiskurs, den will ich jetzt nicht, oder eine Fachdebatte, die ich jetzt nicht führen kann, aber man könnte fragen, inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, zwischen patriotisch und nationalistisch zu unterscheiden. Ein bisschen habe ich den Eindruck, patriotisch soll einfach nationalistisch heißen, nur in gut, ja, das sind dann die Guten und die Böseren sind die Nationalisten.
Als analytischer Begriff würde ich als Historikerin immer zu Nationalismus plädieren und eben nationalistisch. Und damit meine ich vor allem primär das Politische in nationalen Grenzen denkend und vor allem mit dem Politischen verbindet sich die Frage, welche kollektiv bindenden Entscheidungen und Regeln, die für alle gelten sollen, treffen wir. Und moderne Gesellschaften neigen dazu, bis heute diese Frage vor allem mit Blick auf die Nation zu beantworten, weswegen ja es so schwierig ist, supranationale politische Fragen zu klären, gerade auf EU-Ebene, ne? Weil Staaten und auch die Gesellschaften häufig so denken, dass sie immer erstmal fragen, aber was bedeutet das für uns als nationale Gesellschaft? Weil sowas wie Steuersysteme national organisiert sind oder weil Wahlen, politische Wahlen national organisiert sind. Solange das so ist, aber Steuersystem ist sogar wichtiger, solange das so ist und sich die Gesellschaft immer fragen kann, was kostet das uns als Nation oder wollen wir diese Regel als Nation haben oder wollen wir sie nicht haben? Sollen die Autobahnen in Deutschland, ja, sollen 130 auf deutschen Autobahnen gelten, ja oder nein? Die meisten fahren ja, wenn sie in die Niederlande fahren oder nach Schweden, fahren sie ja überall 130, aber sie wollen es eben bei sich selber nicht und das würde ich alles als nationalistisches Denken framen, aber nicht oder bezeichnen, aber nicht im abwertenden Sinne, sondern einfach analytisch so festgestellt, ne? So viel vielleicht. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage halbwegs. Aber mit Blick auf Italien dachte ich vor allem, wenn ich sage nationalistisch daran, dass Sie, wenn Sie italienische Kundgebungen und Demonstrationen ansehen in den 50er Jahren, ist da immer die Tricolore wird geschwenkt. Selbst bei den Kommunisten, weil die sehr, sehr früh erkennen, dass sie eben siehe antifaschistischer Patriotismus, dass sie sich als Patrioten gerieren müssen, um Wähler zu gewinnen. Weil sie natürlich auch sehr früher als andere kommunistische Parteien, nicht russische, nicht sowjetische kommunistische Parteien, darauf Wert legten, auf keinen Fall mit dem sowjetischen Kommunismus, genauer gesagt dem stalinistischen Kommunismus, assoziiert zu werden. Das nur als winzigen Einschub, danke. Ja, interessant. Könnte ich jetzt wieder was zu sagen, aber wir lassen es erstmal offen. Aber Stalin hat das eben auch zugelassen, ne? dass die dort die Trikolore schwenken. Der hätte es ihnen ja auch verbieten können. Ah, okay, gut. Ja, würde ich mitgehen. Hier ist noch eine Wortmeldung, danke. Ja, ich fand es jetzt ein sehr plastisches, differenziertes Bild, aber es gab an einem Punkt, der wollte ich jetzt widersprechen, sozusagen den modernen Begriff, den haben Sie so ein bisschen tautologisch eigentlich behandelt und haben gesagt, okay, die waren für die Modernen, wegen moderner Architektur und moderner Kunst und so weiter. Und ich würde also sagen, es ist relativ banal, was ich eigentlich dazu sagen würde, sagen, es gibt ja einfach verschiedene moderne Konzepte im Konflikt und es gibt ein sehr spezifisches moderne Konzept, was die Documenta, und das wissen wir ja alle, wir können die entsprechenden Kritiken kennen wir ja, also sagen, es ist ja so ein Rückgriff auf ein bestimmtes Konstrukt westeuropäischer Moderne vor 1930. Es exkludiert erstmal die ganze osteuropäische Avantgarde, die natürlich auch durch den Stalinismus ab den späten 40er Jahren auch wirklich dauerhaft unterdrückt ist. Es schiebt aber die zeitgenössische Kunst der 30er, 40er Jahre und 50er Jahre zur Seite. Also es ist ja nicht so, es ist auch kein plurales moderne Verständnis. Das ist vielleicht ganz wichtig. Hoffmann konstruiert ja ein bestimmtes, ja fast im hegelianischen Sinne, Endziel der Kunst und das ist es, Punktum. Und alle anderen modernen Konzepte werden exkludiert. Und insofern finde ich das, und dann kann man ja noch weitermachen, die amerikanische Moderne taucht ja auch nicht erst mit dem Kalten Krieg auf, die spielt ja schon in den 20er Jahren eine enorme Rolle. Und wir haben die NS-Moderne, die fortwirkt im Produktdesign, weil Sie darauf bezogen haben, im Produktdesign ist der Nationalsozialismus gar nicht so unmodern. Es gibt eine ziemliche Modernitätsströmung in den Alltagsprodukten in NS. Also sagen, es ist relativ komplex. Und wenn wir in Kassel gucken, der moderne Wiederaufbau ist, wie wir ja auch wissen, zu guten Teilen Speersche Planung, also NS-Planung. Also das ist, wollte ich nur hinweisen. Vielen Dank, Sie haben vollkommen recht. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Es geht mir gar nicht so sehr um die Essenzen von Moderne und die Pluralität, die damit einhergeht. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Und in der Tat ist der Nationalsozialismus und die NS-Gesellschaft durch und durch eine moderne Gesellschaft natürlich und häufig auch Träger von Modernisierung gewesen.
Was ich meinte war, dass der Begriff Moderne, ich habe Modernität gesagt, das meine ich als Analysebegriff, aber ich bleibe mal bei Moderne. Der Begriff Moderne, also der Quellenbegriff, also das, was die Zeitgenossen sagen, die Moderne, so meine These, dient in den 50er Jahren dazu, sich ein Stück weit reinzuwaschen oder sich abzugrenzen eben vom NS. Eben, und da ist Kunst einfach ein plakatives Beispiel, in dem der NS moderne Kunst quasi liquidiert hat, hat er sich als antimodern oder unmodern erwiesen, und wir öffnen uns jetzt wieder der, in Anführungszeichen, der Moderne, und wenn wir etwas modern nennen, dann und uns selber modern nennen, dann verorten wir uns wieder auf dem richtigen Pfad. Mir geht es eher bei dem modernen Begriff um die Frage, wie wirkt der an der politischen Kommunikation. Darum ging es mir. Ne? Sie haben vollkommen recht, dass man da, wenn man auf die verschiedenen Modernen selber blickt, viel, viel differenzierter sein müsste. Da bin ich gar keine Expertin für, muss ich sagen. Ich habe noch eine, auch erstmal vielen Dank, fand ich wirklich einen tollen Abend bislang. Danke. Und habe noch eine kleine Ergänzung, vielleicht beleuchtet die ein bisschen diese Frage, wie die Alliierten in der Nachkriegszeit sowohl in den eigenen Ländern als auch mit Deutschland, Westdeutschland umgegangen sind. Ich habe neulich nochmal mit großem Gewinn das Buch von Serge Guilbeault, Wie New York die Idee der modernen Kunst gestohlen hat, gelesen, und da wird darauf hingewiesen, wie ich denke, ganz zu Recht und sinnvollerweise, dass in den USA in den 40ern überhaupt nicht ausgemacht war, wie man sowohl auf großer politischer Ebene, wie sich die Situation entwickeln wird. Also ich denke, von heute aus betrachtet, zumindest mein Missverständnis, ist immer die USA als so relativ monolithisch in der Zeit auch zu betrachten. Und das zeigt ja ganz schön, dass das nicht der Fall war, und macht auch noch die Verbindung und Anknüpfung, dass das genauso galt für organisierte KünstlerInnen. Ne? Absolut, ja. Ich nehme das eher als Kommentar, ne? Und also Ergänzung einfach, hatten Sie gesagt. Ja, vielen Dank. Also ich will gar nicht so viel reden, habe schon so viel. Bitte. Kommen jetzt auch langsam zu einem Ende, aber ich glaube hier, vielleicht erst Heinz Bude und dann Sie nochmal. Ich würde gerne noch eine Bemerkung zu Kunst und Literatur machen. Man könnte ja jetzt den Eindruck haben, die Dokumente hat sich sehr schön eingefügt in ein neues Design der Bundesrepublik. In der Literatur sieht das ja ganz anders aus. In der Literatur, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 51 erscheint Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. Und die Verteidigung der Wölfe ist 57 von Enzensberger. Das passt alles gar nicht dazu. Das sind starke Einsprüche. Der verteidigt die Wölfe gegen die Lämmer der Enzensberger. Und das irgendwie ist vielleicht die bildende Kunst irgendwie schlecht, um irgendwas Wiederhakendes zu sagen. Also in der Literatur sieht das jedenfalls ganz anders aus. Da wird überhaupt nicht eingestimmt. Da wird eher... ist man ziemlich böse und haut dazwischen. Aber in der bildenden Kunst offenbar eher nicht. Ja, okay, also Sie fragen jetzt oder Sie denken jetzt von den Produzentinnen und Produzenten her. Ne? Ich denke immer so, ich frage immer eher so nach dem Publikum, und ich würde dann halt fragen, wie viele lesen Köppen 1951 oder Enzensberger? Also natürlich ein paar wichtige, aber... wenn man an die Masse der Westdeutschen denkt, ist vielleicht die bildende Kunst und die Dokumenta als großes Ereignis, das ja eben auch wieder den Weltrang herstellen soll Deutschlands. Das ist dann, glaube ich, da ist die Strahlkraft größer, als wenn Wolfgang Köppen einen Roman veröffentlicht. Also ich will das gar nicht kleinreden, ne? Aber ich glaube, die bildende Kunst ist da einfach für das große Publikum, was vielleicht gar nicht hingeht, aber was irgendwie in der Zeitung liest, Mensch, die Deutschen machen wieder was, und also sie sind wieder wer. Das ist so gewissermaßen wo die bildende Kunst, glaube ich, einfach wichtiger ist als die Literatur in jener Zeit. Aber können Sie mir wahrscheinlich auch wieder widersprechen? Das wäre jetzt nur erstmal meine Assoziation, die ich dazu habe. In aller Kürze, ein Mittelding aus Kommentar und Frage.
Sie hatten es ja schon erwähnt, dass es maßgeblich darum ging, die Kunst nach 1945 von der Nazi-Kunst, Stichwort Ziegler, Schamhard Ziegler, Arno Breker und andere Gestalten, abzugrenzen. Aber Sie erwähnten ja auch, es ging natürlich auch gegen einen ganz anderen, präsenteren Feind, in Anführungsstrichen, nämlich den Sozialismus, den man auf sozialistischen Realismus reduzierte und damit denunzierte. Die Frage, die ich habe, Sie sagten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es bestehe da ein Widerspruch, eine wechselseitige Aversion zwischen Nazis und dem, sagen wir mal, institutionalisierten Katholizismus. Da bin ich historisch nicht genug auf dem Laufenden, um da wirklich gegenhalten zu können. Aber sagen wir mal, ich habe da meine Zweifel. Und nicht nur, weil ich irgendwann mal Hochhut gelesen habe. Danke. Das ist auch eine sehr spezielle oder spezialisierte Debatte. Aversion finde ich aber als Begriff gar nicht so schlecht. Also natürlich gab es da diverse Verflechtungen im NS-Staat zwischen dem institutionalisierten Katholizismus und dem NS-Staat. Zugleich aber rein rhetorisch, das, was mich vor allem interessiert, ist die NS-Ideologie zunächst erstmal, will es nicht sagen, antikatholisch, aber sie ist zumindest keine, die den Leuten sagt, geht in die Kirchen. Ja, in den Kirchen werdet ihr zu guten Nationalsozialisten, sondern sie sagt den Leuten, geht raus aus den Kirchen, geht da nicht hin. Und es gibt eine riesige Austrittswelle zu Beginn des sogenannten Dritten Reiches. Ne? Insofern, Sie haben recht, aber es gibt dann eben diese Rhetorik, die ja in den Kirchen als Anstalten letztlich Konkurrentinnen sieht. Ja, für den NS-Staat. Ne? Der NS will die Leute in die eigenen Verbände und Organisationen hineinholen. Und die Kirche ist dahin, der Priester ist dann immer noch ein Konkurrent, auch wenn er natürlich kollaboriert. Davon profitieren die Kirchen ja nach 1945 auch ganz massiv, weil sie als unbelastet gelten und dementsprechend quasi als einzige Massenorganisation weitermachen können. Also, aber auch das könnte man jetzt weiter ausführen. Wir belassen es an dieser Stelle vielleicht dabei und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier und heute mit uns ins Gespräch gekommen sind, trotz der kurzen Verzögerung, und ganz besonders herzlichen Dank an Claudia Gatzka. Bevor Sie nun aufbrechen, ein Hinweis noch zum Schluss. Die Reihe Vergiftete Verhältnis geht selbstverständlich weiter und nächste Woche am 21. Juni spricht Heinz Bude hier unter anderem mit Nathan Schneider an gleicher Stelle über... Die Überschrift lautet Holocaust oder Postcolonial Studies, Fragen, die sich wissenschaftlich nicht lösen lassen. Mal gucken, ob sie sich anders lösen lassen. Mehr dazu nächste Woche. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass Sie heute gekommen sind, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und freilich einen guten Start in die Documenta 15.